Die Firma Möscher präsentiert die Schwenkverteiler für die moderne Landwirtschaft. Der Möscher Schwenkverteiler kann bis 15 Meter breit verteilen. Er kann problemlos an jedes Fass angebaut werden. Sowohl Vakuumfässer als auch Pumpfässer können mit diesem Verteiler ausgerüstet werden. Durch den Anbau eines Verteilgestänges kann mithilfe von zwei Möscher-Schwenkverteilern eine Arbeitsbreite von über 24 Metern erreicht werden. Die Schlagkraft wird erhöht, die Fahrspuren werden minimiert. Der patentierte Antrieb macht dies auf einfachste Weise möglich. Der Möscher-Schwenkverteiler hat einen patentierten Antrieb. Das U-förmige Umlenkblech leitet den Güllestrahl mal links, mal rechts in den Schwenkkopf. Die Möscher-Schwenkverteiler sind mit großer Sorgfalt gefertigt. Genau hergestellte Schablonen und Druckvorrichtungen sorgen für beste Verteilqualität. Beim Möscher-Schwenkverteiler wird die ganze Breite gleichmäßig gedüngt, wobei links und rechts eine Überlappungszone von ca. 1 Meter einzuhalten ist. Das U-förmige Umlenkblech leitet den Güllestrahl mal links, mal rechts in den Schwenkkopf. Dadurch entsteht eine Dreh- und Pendelbewegung, die sich 70 Mal in der Minute wiederholt. Nur die besondere geometrische Form des Möscher-Schwenkverteilers ist in der Lage, große und schwere Tropfen zu erzeugen. Der Güllestrahl von unten kommend wird im Schwenkkopf komprimiert und es entstehen durch diese Führungsschienen, die nach unten begrenzen, sehr große Tropfen. Große Tropfen verursachen weniger Stickstoffverluste. Große und schwere Tropfen verursachen nicht nur weniger Stickstoffverluste, sondern werden auch vom Wind weniger beeinflusst. Somit kann Gülle bei einem Seitenwind bis zu Windstärke 3 gut verteilt werden. Nur der Möscher-Schwenkverteiler ist in der Lage, derart günstige Tropfen zu erzeugen. Durch die gleichmäßige Verteilung der Nährstoffe, durch weniger Stickstoffverluste und durch weniger Blattverschmutzung erhöht sich ihr Ertrag im Grünland und im Ackerland. Keine Blattverätzungen und weniger Verschmutzung der Kulturpflanzen gibt es deshalb, weil die großen Tropfen fast senkrecht in den Bestand fallen. Die Benetzung der Blätter ist dadurch geringer. Die Verdunstung des Stickstoffs nach dem Ausbringen wird stark reduziert. Selbst bei ungünstiger Witterung kann die Gülle nicht schaden und es entstehen weniger Stickstoffverluste. Die Arbeitsbreite kann genau passend zu den Fahrgassen eingestellt werden. Die Gülle kann gezielt und termingerecht eingesetzt werden. Die mineralische Düngung kann dadurch reduziert werden. Durch die genaue Verteilung und durch die Möglichkeit, auch im Getreide Gülle zu fahren, kann der Ertrag bei Getreide optimiert werden. Mit dem Ergebnis mehr Ertrag trotz weniger Mineraldünger. Mit einem Möscher-Schwenkverteiler können Sie Ihr Güllefass und Ihren Betrieb aufwerten. Mit wenig Aufwand erhalten Sie eine zeitgemäße und für Sie passende Verteilung. Der Möscher-Schwenkverteiler Spezial ist DLG geprüft. Die DLG bescheinigt gute Verteilgenauigkeit bei allen Arbeitsbreiten, gute Verteilung bei Seitenwind bis Windstärke 3, gute Haltbarkeit und wenig Verschleiß. Beim Umfrageergebnis in der Landwirtschaft wurde die gute Verteilung und die einfache Handhabung von den Landwirten besonders hervorgehoben. Die Firma Möscher schickt Ihnen gerne einen Verteiler auf Probe. Sie bekommen den Verteiler mit der Post geliefert. Sie brauchen den Verteiler nur noch mit dem Anschlussbogen zu verbinden und dann an Ihr Fass zu klemmen. Nun können Sie losfahren und sich selbst von der Verteilqualität überzeugen. Die Firma Möscher steht Ihnen zu Diensten, damit Sie eine gute Ernte einfahren können.